Herzlich willkommen an der österreichischen Botschaft und am österreichischen Kulturforum Berlin, heute am Weltfrauentag. Ich bin Denise Quistorp, die Direktorin des Kulturforums und auch Präsidentin von EUNIC Berlin, der Gemeinschaft der europäischen Kulturinstitute hier. Wie überall auf der Welt wollen wir am Weltfrauentag die wichtige Rolle von Frauen und Mädchen für die Gesellschaft sichtbar machen und auch feiern. Und tatsächlich ist der 8. März hier in Berlin ein Feiertag. Aber nicht nur am Weltfrauentag sind uns an Botschaft und Kulturforen die Anliegen von Frauen und Mädchen ein wichtiges Thema. Wir haben in unserer Arbeit einen deutlichen Schwerpunkt auf die Förderung von Rechten und Frauen in Wissenschaft und Kultur, aber in der Gesellschaft überhaupt. In Zusammenarbeit mit der österreichischen Botschaft gestaltet nämlich das österreichische Kulturforum Berlin die diplomatischen Beziehungen Österreichs überhaupt mit Kunst, Kultur und Wissenschaft mit. Das heißt, dass die wichtigen Schwerpunkte der österreichischen Außenpolitik, wie eben Menschenrechte oder auch die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und dabei eben die Rechte von Frauen auch Teil unserer Kulturarbeit sind. In unseren Projekten und Programmen ist es uns vor allem daran gelegen, die vielen kreativen, innovativen, talentierten österreichischen KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen hier in unserem Gastland Deutschland zu präsentieren und auch zu vernetzen. Denn das Kulturforum möchte ein Ort von Begegnung und Austausch sein, von WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen, aber auch von interessanten neuen Ideen und aufregenden Initiativen. Wir wollen dazu aktuelle Themen aufgreifen und ExpertInnen verschiedener Disziplinen einladen, sich hier darüber auszutauschen, zu diskutieren und diese auch vorzustellen. Eine solche Idee ist die einer feministischen Außenpolitik. Dahinter steckt der Gedanke, dass es neue Ansätze, neue Perspektiven und auch einer neuen Machtbalance bedarf, um die anstehenden, brennenden globalen Dauerthemen wie Ungerechtigkeit, Klimafragen, Menschenrechtsangriffe, Kriege wirksam in den Griff zu bekommen. Christina Lunz, die Mitbegründerin des Centers for Feminist Foreign Policy, skizziert in ihrem neuen, gerade erschienenen Buch »Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, wie globale Krisen gelöst werden können, wie diese Zukunft aussehen könnte und was es dazu braucht.« Das Österreichische Kulturforum Berlin hat also in der Reihe »Gedanken zur Zukunft« die österreichische Radiojournalistin Sigrid Ecker eingeladen, mit Christina Lunz diese neue feministische Außenpolitik zu erörtern. Sigrid Ecker betreibt seit einiger Zeit unter dem Titel »Was wäre wenn?« einen utopischen Podcast. Denn Zukunft braucht innovative, unerhörte, neue Gedanken und Ideen. Und Zukunft kann nicht gedacht werden, ohne die Rechte von Frauen und Mädchen, ohne ihre gesellschaftliche Beteiligung und auch ohne die Ressourcen, die es braucht, um diese Rechte und diese Beteiligung sicherzustellen und zu ermöglichen. Sie sind herzlich eingeladen, diese Veranstaltung und auch andere Themen und aktuelle Fragen aus dem Kosmos Österreich auf unserer Website einzusehen und sich dazu informieren und auch uns auf Facebook und Instagram zu folgen. Vielen Dank.